Hallo? Moin, moin. Ah, was geht? Hast du aber lange gebraucht jetzt hier, Wofür? ey. Ja, seit 18 Uhr warte ich hier rum. Jetzt ist schon halb acht. Genau, du wartest seit 18 Uhr darum. Ja. Ja, ist das schön. Ja, Junge. Und dann beschwert er sich hier bei Instagram. Was stimmt denn mit dir nicht? Da stresst er mich jetzt über eine Stunde. 18 Uhr, Arbeitsbeginn und. So, Leute. Jetzt haben wir 19:16 Uhr. Ich habe extra Gas gegeben. Ich habe von Anfang an gesagt, 19 Uhr, 19:30 Uhr. Und? Oh, ich gehe mir noch einen Kopf machen. Ich hole mir noch was zu essen. Ja klar, wir können auch schnell noch eine Insel erobern und bevölkern. Können wir auch noch machen, ne? So viel Zeit haben wir Seit 18 Uhr, genau. Ein Stress gemacht ohne Ende. Ja. Stress gemacht ohne Ende. Ich habe richtig hart Gas gegeben, ne? Mit dem Hund durch den Regen, ab, heim, gegessen, zack, Dusche. Ich sage, ich muss jetzt hier los, ne? Ja, und jetzt sitze ich hier schon wieder seit 20 Minuten und friere mir hier in der Bude den Arsch ab. Ich sage das so, wie es ist. Ja, und ich habe auch meine ganzen Sachen erledigt. Ich warte schon seit 18 Uhr hier. Naja, genau. Ja, ich bin extra für dich um Mein, mein. 17 Uhr aufgestanden. Meinst du, das glaubt dir irgendjemand, was du da gerade von dir gibst? Das glaubt dir kein Schwein. Ich bin um 17 Uhr aufgestanden und seit 18 Uhr sitze ich hier fertig. Ja, okay. Also eins muss ich sagen, um 17 Uhr ist er wirklich aufgestanden, aber er wartet nicht seit 18 Uhr. Doch, ich sitze hier seit 18 Uhr, Mann. Komm, komm. Natürlich. Komm, das ist Karma, hör auf damit. Das ist gar nicht gelogen, das stimmt. Ich war nur nicht im Discord online. Ah, Ich habe so ein paar ja. Opferkommentare auf YouTube durchgelesen. Hast gesehen, die Ja, der Stelle, die eine ich war bei doch, Instagram gepostet habe? der ist doch süß. Der war doch gut hier, oder? Ja, ich Hat meine er den mit der recht? PlayStation, Also, meine ich. der PlayStation? Nee, warte. Hä? Hab ich nicht Ja, gesehen, hast du nicht warte. gesehen? Ich hab noch so eine Stelle eingeblendet von dem Glitch-Video, wo Ich ich. darf direkt mal sagen, der Glitch funktioniert auf PS4, auf PS5. Ja, Direkt moin. PlayStation. Ja, moin. Geht das auf der PlayStation? Ja, nee, hatte ich nicht gesehen, jetzt aber, ja. Ja, und? Dann, was sagst du dazu? Ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Das ist halt unverantwortlich, so, ganz ehrlich. Das ist einfach unverantwortlich, ganz ehrlich, also ne. Das ist Generation TikTok. Ja, das hatte ich doch gestern im Livestream gesagt. Also, Ja, ich habe einfach keine, die haben das alle ist es. keine Aufmerksamkeitsspanne mehr. Die können nicht mal ein Nee, Video in ja. 5 Minuten gucken. Das funktioniert nicht mehr. Der hat ein Video ohne Ton geguckt, so ein Ding ist das. Nee, die haben gar nicht Ja, geguckt. Der hat es angemacht und dann hat er vorgeskippt, bis irgendwann dahin kommt, wo ungefähr der Glitch ist. Fertig. Und dann hat er gesehen, Lächerlich. oha, krass. Oh, Der so Zocker hat 10 geil. Millionen gemacht in einer Minute. Oha, das mache ich Boah. jetzt auch. Aber ey, Bruder, der macht auf Xbox. Ey, ich hab PlayStation. Oh, Bestimmt geht Scheißen. gar nicht auf PlayStation. Ich schreib Kommentar, warte. Scheißen Oder der eine war auch gut. Der schreibt bei Need for Speed Let's Play Folge 4, schreibt da rein, warum jetzt Need for Speed? So, als ob das das erste Video gewesen wäre, so, ne? Bei Junge. Folge 4. Ja. Ich lade da schon die ganze Zeit irgendwelche Need for Speed Videos hoch, Digga. So, er sagt so, er schreibt da rein, so bei Folge 4, warum auf einmal Need for Speed? Hä? Und vor allem, wer guckt denn bitte, wer fängt denn ein Let's Play bei Folge irgendwo in der Mitte an? Wie dumm ist das denn? Du Ja, vor fängst allen doch Dingen auch steht keine ja auch noch. Serie an, bei Staffel 4 zu gucken und dann stellst du dir irgendwelche Fragen, die dir irgendwann mal in Staffel 1 oder 2 beantwortet wurden. Digga, bist du doof oder was? Kann doch nicht Vor allen wahr Dingen sein. steht ja noch dick und fette 4 drauf, ne? Ja, natürlich. Und am Ja. Anfang sagen wir doch immer, willkommen zu Folge Ja. 4. Oder was weiß Ja. ich wo. Welcher Ja, wir können Mensch das ja fängt mal anders denn, machen. das fängt, man fängt doch nicht irgendwo mittendrin an zu gucken. Wir Ja, nicht. wie? Ich Ja, können wir beantworte mal sowas auch nicht machen. mehr. Ich habe mir jetzt absolut angewöhnt, nur noch normale Kommentare zu beantworten. So dumme Kommentare, da mache ich Benachrichtigung löschen. Thema ist halt für mich erledigt. Da gehe ich gar nicht mehr drauf ein, Alter. Ich beantworte nur noch normale Kommentare und fertig. Ja. Was soll das auch, ne? Ja, kein Wunder, würde ich mich auch nur aufregen, Ist ganz auch komplett ehrlich. Also, dämlich, ist weißt du? doch. Ich meine, das Video geht ja Ja, nicht hier. umsonst so und so lang. Da ist ja irgendwas Ja, in dem ja. Video drin. Ne? Ich sitze ja da nicht rum und spiele mir eine Nudel rum oder so und dann filme ich dann. Ich hab doch Das gesagt, ist, wie mir hat gesagt, das schon mal TikTok. früher einer unter so einem Glitch-Video hat mal jemand kommentiert. Digga, es ist ein Geld-Glitch-Video, ne? Er schreibt in die Kommentare, kannst du mal ein Video machen, wie man schnell Geld bekommen kann in dem Spiel? Dein Ernst? Ja. So, auf jeden Fall sind wir jetzt in Folge 5. Ich habe dich schon in eine Party eingeladen, aber wie gesagt, hier passiert ja nichts bei dir, ne? Hey, ich habe angenommen eben. Ja, bist du mal nicht drinne hier in der Party? Ja, schick noch mal. Ich bin extra schon dahin gefahren hier zu der Tante. Also. Junge, du musst doch erstmal eine Party und dann müssen wir die Lobby betreten. Was stimmt denn Bin ich mit dir doch. nicht? Bin ich doch.
Du hast gesagt, du bist doch der Olle schon hingefahren, da wo die Story weitergeht, oder nicht? Bin ich doch. Da siehst du mich nicht oder so. Hä? Du sollst nirgendwo hinfahren, du musst ins Hauptmenü, wir müssen erstmal eine Crew bilden. Ja, Mann, jetzt wart's doch ab. Oh mein Gott, Digga. Also, Leute, wie gesagt, Folge 5. So, los. Ja, was los? Komm in die Party. Digga, jetzt musst du doch mal einladen. Warte. Ach, nochmal, okay. Nee, warte mal. Du sollst doch nicht schon das Spiel spielen, du musst warten. Wir müssen hier eine uns kumulieren und dann rein ins Spiel reingehen. Los, Mann, nochmal jetzt. Boah, ey. Gleich ist die Pfeife wieder tot, ne? Weil ich. Bist du jetzt am Rumfahren oder bist du jetzt ins Hauptmenü? Du musst beenden und zurück zur Lobby machen, ne? Ja, ich starte das Spiel nochmal komplett neu. Vielleicht geht's deswegen nicht. Es hätte ja auch so gehen müssen. Hat doch schon jetzt zum vierten Mal gesagt. Jede Folge dasselbe, Alter. Er startet einfach. Wir fangen ein Let's Play an zu spielen, ne? Was macht der Typ? Der spielt einfach alleine das Spiel. Deswegen fehlt bei ihm auch in Folge 1 der Anfang, weil er dachte so, ach ja, komm, ich fang schon mal so an, ne? Ja, also neumodischer Scheiß, das kannst du einfach nicht wiederholen, diesen Mist da. Ja, man denkt ja auch nicht erst an, Digga, du willst doch auch deine First Reaction aufnehmen und nicht hier schon mal gespielt haben, ey. Warte, synchronisiert die Daten. Ja, bis der fertig ist, muss ich schon wieder aufs Klo, ne? Ich sag dir so, was ist das? Ging jetzt, oder was? Ja. Ah ja, dann war ich vielleicht eben doch schon drinne. Du hast doch gerade gesagt, da stand schon mal der Olle. Ja, aber danach war ich doch im Menü, Junge. Du musst, nee, das geht nicht. Du musst dann auf Beenden und zurück zur Lobby klicken. Okay. Sonst geht das nicht. Ja, jetzt haben wir's doch. So, können wir jetzt mal aufhören, uns den ganzen Tag anzuschreien? Ich habe das Gefühl, wir schreien uns den ganzen Tag nur an. Ob das auf Instagram ist, ob das keine Ahnung wo ist. Keine Ahnung, was du meinst. Was? Keine Ahnung, was du meinst. Ja, genau. Hey. Ah, Geheimtreffen. Geheimes Treffen? Oh, ah. Krass, oder? Ich schick dir den. Auf den Weg. Er fliegt da rum. Du fliegst. Was? Du fliegst. Echt? Jetzt siehst du das auf der Karte oder was? Nein. Teleportiert wird? Nein, du bist über mir. Du fliegst hier rum. Jetzt, ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist er am Boden. Ja, moin. Warte, was am Fliegen, Alter? Boah, ich feier das immer noch hier mit diesem scheiß Xbox-Moped da über dir. Das ist so gut, ey. Ja, ich feier viel mehr, dass da mein Zocker-Logo ist. Das ist richtig gut, ey. Du hast ja so eine komische Frau da drin, ne? Ich hab jetzt hier mein Zocker-Logo oben, ne? Ja, schon klar. Voll nice. Schön mit Xbox, Junge. Beste. Ja, Schmutz PlayStation, ne? Abfahrt. Und hin da. So, Leute, den ersten Weg, den machen wir wieder zusammen hier, ne? Also einmal zum Event fahren und in Zukunft dann jetzt wieder ohne Fahrt, ne? Damit das Video nicht so lange dauert. Du bist nämlich einen Haufen Speicher. Ja. So, ab zum Geheimtreffen, ne? Hier. Okay, sag an. Jetzt los. Partycrasher. Ja, hast du. Da bist du ja. Das sind Haley und Manta aus der Liga. Das weiß ich nicht mehr. Hallo. Legen wir los. Es gibt ein PR-Event für den Showdown beim Observatorium. Sämtliche Medien sind da. Wir crashen die Party, erregen Aufmerksamkeit, locken die Kameras bis zum Lagerhaus und sorgen für Schlagzeilen. Können wir jetzt los? Ich fahr mit dir. Hatte ich schon wieder kein Auto oder was? Ich muss die immer mit rumschleppen. Ne? Zeig dir mal Springen hier, wenn du reinkommst. Springen. Okay. Wo? Eins, Abfahrt. Das ist sowas von krass. Also, wenn du in die Animation kommst, dann kannst du direkt A spammen, ne? Hey, sieh mal, ich hab die Nachrichten auf meinem Handy. Dann ja, diese komische Ladescheiße da. So. Boah, die sind aber schnell hier. Oh, Party crashen. Guck mal, geil mit den Satelliten da oben. Die leuchten so. Boah, ey. Jetzt habe ich gestern Forza gezockt, ey, jetzt will ich schon wieder fahren wie ein Forza hier. Jetzt geradeaus! Ganz sicher? Jetzt heben wir auf! Hä, geradeaus? Okay.
Ja, genau, ja. Die Stufe 3 direkt. Ja, ich auch, Alter. Was geht's los? Ach, hier runter. Oh, ich glaub, ja, genau, Junge. Ja, geradeaus. Oh, nee. Ja. Wink, ciao, ciao, mal zu. Wie wär's, wenn wir die Hände am Lenkrad lassen? Der Schaden ist doch so schon groß genug. Du gönnst einem auch überhaupt keinen Spaß. Alles klar, der Nachrichtenheli folgt uns. Und jetzt schön lächeln. Ah, Nachrichtenhelikopter ist vor oben, also, ne? Ja. Oh, Leute. Oh, sah eh nach einer öden Party aus. Ihr habt fast meinen Wagen erwischt. Ich bin 3 von 3, ciao, weil ich den totale Scheiße gemacht habe in der Bergrunde. Toll. Ja, alles ja, okay. Muss ja, kannst ja nicht mit Rechnen, dass du scheiß Berg runterfahren sollst. Nee, ich wollte auch erst links. Alles cool. Unfassbar. Ich muss mich ein bisschen nach der Karte orientieren hier. Der Wagen ist richtig geil, der macht richtig Bock. Oh. Ich hoffe, du weißt, wo du hinfährst. Nee, weiß ich nicht, wo ich hinfahre, keine Ahnung. Boah, die Pfeife schmeckt gerade so lecker, Digga, leck mir am Arsch. Traumkur. Okay, wir haben die Presse am Haken und sind auf dem Weg zum Lagerhaus. Ich hab's wieder geregelt hier, jetzt müssen wenn wir nur zusammenbleiben und sie bei Laune halten. Wie lange müssen wir das hier noch durchziehen? 30 Sekunden vielleicht. Was, Traube pur? Und was rauchst du sonst? Ich rauche immer im Wechsel Traube Minze oder Traube? Traube Minze. Ich bin's was, nicht gewohnt, Traube? Zweiter zu sein. Entweder Traube pur oder Traube Minze. Okay. Und zwischendurch schiebe ich mal so einen Doppelapfel rein. Also Doppelapfel schmeckt so wie Lakritz. Lakritz? Wir sind fast ja, okay. Da! Nur noch kurz über die Brücke! Weiß bis heute keiner, warum das Doppelapfel wenn heißt, so keine Ahnung. Hab ich noch nie verstanden. Das wird episch. Mann, die Sachen muss man auch nicht verstehen. Ja, da sind einfach zwei so Äpfel drauf, Digga, und das schmeckt einfach nach Anis, ey. Beziehungsweise dann okay. Halt... Überraschung! So, Lakritz. Komm! Woher? Bring uns hier weg, das ist eine Falle! Alles klar, sind wir los, wenn er weg will. Ich hab ihn gerade eingeschrieben. Ja, was sollen wir jetzt machen? Wir haben hier draußen einen Racer, der mit Henrik. Nur entkommen. Was machst du? Oh, nee, nein. Wohin wir fahren? Ich weiß, schaff sie uns einfach vom Hals. Oh nein. Wir zeigen das Lagerhaus, aber es ist leer. Sie haben sauber gemacht. Rivera, du bist tot. Man konnte irgendwo hier bei den Containern auch entkommen, aber... Ja, ich versuch's mal normal über die Straße hier, aber... Das Ding ist, ich kann ja auch jetzt nicht auf die Karte gucken, weil wir online spielen. Ne? Naja, das ist das Problem jetzt. Oh, shit. Andere Richtung. Ja, piss euch doch. Wir wohl keine Einladung in die Link. Ich hab mehr Angst vor dem Gefängnis. Schütte die Kerle ab. Warum sind die Affen eigentlich so scheiße schnell, ey? Keine Ahnung. Ja, vielleicht werde ich jetzt los. Ich kann die Verfolgung nicht fortsetzen. Oh. Und hast du schon wieder geregelt oder was? Ich habe einen Sprung gemacht, da sind ein paar hängen geblieben, aber ich habe immer noch jemanden am Hintern hier. Ja, jetzt irgendwo bei den Containern unten, da ist auch so ein Ding, wo man da so hoch kann, genau wie beim Raceway. Aber ich weiß nicht mehr, wo das hier ist. Ah! Oh nee. Oh, deine Mutter. Und einfach so scheiße schnell die Cops, ey. Okay, wir fahren nochmal über die Brücke drüber, Leute, aber mit Anlauf am besten. Ja, bei mir sieht es jetzt ganz gut aus. Oh, Unfall, fuck. Und von wem? Nein! Warum sollte sie? Fakt ist, sie wissen Bescheid und werden uns zum Schweigen bringen wollen. Genau wie jeden, der es noch wissen könnte. Shit! Lucas! Komm schon, geh ran! Er geht sonst immer ran. Wir müssen zurück zur Werkstatt.
So, ich bin entkommen. Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich auch, aber jetzt labern die ganze Zeit. So, jetzt bin ich bei den Containern. Irgendwo kann man hier sich verpinkeln. Das ist die Garage. Muss man zur Garage? Da geht die Sequenz weiter. Ja, ich wollte nochmal eben gucken hier. Ja, da muss es schon schnell sein, aber so würde das gehen, dass man hier auf die Container springt. Ich versuche das noch einmal. Ich muss das Auto mal eben kurz leiser machen, es ist ja übelst laut. Ne? Jetzt ist es wieder voll leise. Na egal. So, hier so, da darf man aber auch nicht zu schnell sein. Ja, genau, hier könnte man dann kommen, ja. Also, ja, gut. Also jetzt zum Haus, okay. So. Okay, ihr geht rein. Oh, was ist denn jetzt los? Lukas! Oh shit, nein! Hey, geht's dir gut? Hablame. Oh, gefesselt. Wir müssen ihn losschneiden. Was ist passiert? Ach, der Kopf ist auch da, perfekt. Das bin ich gewesen. Ich weiß nicht, was Sie hier vorhaben, Mann, aber hören Sie auf. Aus dem Weg, Süße. Ich fang gerade erst an. Bitte. Er hat nichts mit der Sache zu tun. Lassen Sie ihn da raus. Ich hab gehört, dein Bruder soll früher ein echter Dolor en el culo gewesen sein. Aber du. Shit. Sie haben nichts getan, ich bin's gewesen. Oh, ich weiß. Glaub mir, es gibt hier echt jede Menge Schuld zu verteilen. Jede Menge. Ihr zwei, ihr kommt mit mir. Es tut mir so leid, Lukas. Es tut mir leid. Schon okay. Hey, ich sag's nicht nochmal. Nein, bitte. Wohin bringen Sie sie? Wir fahren nur aufs Revier. Und unterhalten uns. Du bleibst hier. Ja, jetzt bin ich im Polizeiauto. Wir kriegen das wieder hin. Sie sind am Revier vorbei. Wo fahren wir hin? Als Maul. Boah, geh direkt weiter, Junge. Geh direkt weiter. Der fährt gar nicht zum Revier, der Huren. Ne? Nee. Ihr habt's entdeckt. Wie? Was meinen Sie mit wie? Sie haben uns reingelegt. Jemand hat geredet und ich will wissen, wer. Wir sagen Ihnen gar nichts. Denkst du, das ist ein Spiel? Spuck's aus! Sie wollen wissen, wer Ihre Plaudertasche ist? Wir sagen es Ihnen erst, wenn Sie uns gehen lassen. Oh, ihr werdet reden. Ich bring euch zum Reden. Und weißt du, wer dann dran ist? Dein dämlicher Schwachkopf von Bruder. Nee. Mal sehen, wie tough er noch ist, wenn ich seine beschissene Werkstatt in die Luft jage. Jetzt ist er weitergehen. Nicht, ja? Weggerammelt. Oh, doch. Oh, fuck, Alter. Ey, keine F-Wörter hier. Ich hab keinen Bock, das rauszupiepen. Hurensohn. Lukas! Ja! Lukas, hol uns hier raus! Geht's euch gut? Lukas, ja, alles okay. Hauen wir ab. Soll ich vielleicht fahren? Genau das dachte ich auch. Kommt! Oh nee, jetzt muss ich wieder Scheißkarre fahren oder was? Sekunde, bist du durch? Bin gleich wieder da. Nee, der Kopf liegt gerade am Teufel Boden. Hat sie vor? An alle Einheiten, Officer benötigt Hilfe. Jetzt geht die Alte erstmal in den Laptop. Ich bin jetzt vor Ort. Shit. Officer am Boden. Anna, mach schon. Verdächtige versuchen zu flüchten. Die klaut den Laptop. Auf dem Weg, Süßer. Ich fang gerade erst an. Junge, ich hätte den Typ in den Kofferraum geschmissen und ihn irgendwo in den See gekippt, ey. Ja, genau. Ich muss jetzt mit dem Auto noch abhauen.
Ja, ja, alles entspannt, einfach nur zum Zielort. Entspannt. Ja, ja, passiert nichts. Aber nicht, wenn jetzt einer kommt, ey. Halt uns einfach aus Ärger raus. Ja, ich hab Schwenk gehabt. Und mir läuft wieder Sequenz jetzt. Okay. Hey, Dex. Ich brauch deine Hilfe. Okay, was ist los? Kannst du mit ein paar Freunden meine Wagen von der Casa Rivera nach North Cloudbank bringen? Klar. Sagst du mir auch warum? Die Cops suchen nach uns. Das heißt, wir können nicht mehr zurück. Die Schlüssel hängen am Haken. Ich schick euch die Adresse, sobald ihr die Wagen habt. Ist Lucas bei dir? Ja. Okay, dann kenne ich den Ort. Okay. Wo zur Hölle fahren wir hin? Es ist sicher dort. Vertrau mir einfach. Hier steht jetzt also Polizeieigentum? Torres! Dein Plan hätte uns fast umgebracht! Gebt mir einfach den Laptop und haltet euch raus. Ihr habt keine Ahnung, was da drauf ist. Also jetzt machst du mich neugierig. Gebt mir den Laptop. Wir melden uns. Hier ist es? Aha. Okay, Zielort angekommen. Das ist ja krass. Ach, das ist die letzte Garage, wo wir jetzt sind, die 13, ne? Ich bin hier bestimmt schon tausendmal vorbeigefahren. Die haben wir dann jetzt frei. Was ist das für ein Ort? Jedes Mal, wenn wir zu Hause Stress hatten, bin ich hergekommen. Dann warst du echt oft hier. Seit Papis Tod nicht mehr. Lucas, was ist passiert? Es gab ein Rennen. Es war nicht nötig, aber ich wollte immer mehr, weißt du? Also, die Cops kamen und dann war's das. Dann durfte ich jemanden anrufen. Papi ging ran. Ich war auf Streit eingestellt und hab mir überlegt, was ich sagen soll. Aber zum ersten Mal gab es kein Geschrei. Gar nichts, nur Stille. Er legte auf und 3 Stunden später war ich immer noch da. Ich habe gedacht, er will mich da schmoren lassen, dass er mich leiden lässt. Ich war die ganze Nacht in dieser Scheißzelle und habe ihn innerlich verflucht. Ich habe ihm so viel Scheiße gewünscht, nur weil er mich nicht rausgeholt hat. Am nächsten Morgen kam mein Kopf rein und meinte, dass er tot ist. Direkt nach meinem Anruf hatte er den Infarkt. Ich hätte es dir erzählen sollen. Du bist nie drüber weggekommen? Nein, wie könnte ich? Lucas, du darfst dir nicht selbst die Schuld geben. Du kannst nichts dafür. Wenn ich doch nur früher aufgehört hätte, auf ihn gehört hätte. Es ist zu spät. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Also lebe weiter. Da draußen gibt's Leute, die uns zerstören wollen. Sie wollen alles kaputt machen, wofür wir stehen. Alles, was Poppy aufgebaut hat. Ich werde das nicht zulassen. Und du? So, bei mir ist durch. Wenn wir sie aufhalten wollen, kann ich zumindest den richtigen Wagen dazu beisteuern. RWB Porsche, Junge. Besser. So gefällst du mir. Und der gehört auch zum Plan. Mercer hatte Aufnahmen von uns. Also gibt es auch Videos der Operation. Genug, um ihn zu Fall zu bringen und der Leak zu beweisen, dass wir nichts damit zu tun hatten. Ach, shit! Wir brauchen das Passwort, verdammt! Lass uns raten. Hat Mercer eine Katze? Das war nicht dein Ernst, oder? Oh, hast du eine bessere Idee, du Genie? Ich schon. Wartet hier.
Ja, die Alte mit dem Motorrad anrufen. Was Ernstes? Hör zu, ich hol mir gerade Hilfe wegen eines Laptops. Wenn mein Kontakt so gut ist, wie sie behauptet, wirst du bald alles erfahren. Alter, meint jetzt, wenn mein Kontakt so gut ist, wie sie behauptet, dann redet er wahrscheinlich von der, wie heißt denn die Alte da, die, Trinity aus Matrix hier. Die hat doch gemeint, die hat diese komische App da programmiert oder gehackt oder so. Ja, die war das, ja. Okay, so, jetzt kommt hier nichts mehr, oder was? Ja, da geht's weiter. Da müssen wir hin. Ja, lass es sein. Hochladen. Ja, hochladen. Kannst du auch direkt mal die erste Folge gleich auf Dings hochladen, ne? Ja, ja, der ruft jetzt Trinity an, 100 pro. Ja. Ja, ja, da ist sie doch. Da ist sie. Was willst du denn hier? Deine Hilfe. Deine Hilfe. Hey, halt mich aus deinem Scheiß raus. Sämtliche Cops der Stadt suchen nach euch. Ja, weil wir sie nämlich auffliegen lassen können. Wir haben einen Laptop voller Beweise, die Mercer das Genick brechen werden. Er ist nur leider passwortgeschützt. Ist das alles? Vor allem, er muss auch extra zu so einem speziellen Ort fahren und dann zu telefonieren, ne? Ich hab dir eine Datei geschickt. Halt dein Smartphone an den Laptop, dann sollte er in ein paar Minuten entsperrt sein. Wow. Danke. Sorgt einfach dafür, dass es klappt. Wenn diese Cops auffliegen, tut ihr uns allen einen Gefallen. Und jetzt verschwindet. Was hat die Alte mit ihrer Karre gemacht? Die ist voll geschrotet, ne? Geiler Austausch, Junge. Geiler Austausch. Wie sieht's aus? Ich schick dir eine Software, die den Laptop freischaltet. Halt einfach dein Smartphone daneben, dann müsste der Rest automatisch. Die hat aber nicht nur was von Trinity, sondern auch von Dominic Torettos Freundin in Fast and the Furious. Wie heißt die Schauspielerin? Ich komme nicht drauf. Keine Ahnung. Die hat auch so eine komische Brille gehabt und so. Und das war auch so eine Assi-Tante. Ja, genau. Hier passiert was. Im Verlauf der Need for Speed, der Fast and the Furious Reihen wird die aber irgendwie anders. Aber ich meine genau so, wie die gewesen ist in Teil 1 und 2. Ich kenne ein Genie. Genau so. Jetzt müssen wir nur die richtigen Dateien finden und sie der Presse als Beweise liefern. Irgendwo hinfahren. Die Reporter werden diese Story lieben. Wo bin ich denn jetzt hier? Moment mal, was ist das? Hier läuft ein Programm namens PD Hardware Tracker. Ist das eins von dein? Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Achtung an alle Einheiten. 315. Oh, kommen die Cops gleich wieder, oder? Nee, verpisst euch. Hört ihr das? Sie orten den Laptop. Oh, wir müssen weg. Lass ihn hier. Oh nein. Wir fahren mit dem Laptop los und mähen der Presse die Dateien von unterwegs. Triff dich bei der alten Mall mit uns. Ja, es läuft doch noch ein Timer da runter, Junge. Ja, sicher jetzt, so gut. Oh Mann. Ja, verdruckt wird das hier nichts. Alles klar, ich nehme die Verfolgung auf. Oh fuck. Ey, keine F-Worte. Ja, sorry. Ich schieb eine extra Schicht um diese. Ja, sie haben uns gefunden. Halt den Wagen ruhig. Sieh unter Dokumente nach. Ich hab's nicht so mit Computern, okay? Die wollen uns umbringen. Oh, dachtest du, Mercers Leute spielen fair? Hier sind überall Cops. Du musst zum Mall kommen und uns helfen. Ja, ich komm doch. Beruhig dich. Oh, fuck. Oh, sorry. Wir sind gleich da. Okay, ich versuche hier zu tippen. Ah, jetzt müssen wir die beschützen hier, oder was? Ja, okay, ich bin direkt mal komplett geradeaus weitergefahren. Ich auch. Mach mir nichts draus. Ich hatte die Hoffnung, ich kann auch einen Bulle wegkicken beim Vorbeifahren, aber na gut. Wo ist er denn jetzt? Kommt der her, ihr Pfeifen? Wir brauchen dich hier. Ja, da kann ich mich noch dunkel dran erinnern, ey. Boah, die haben einen Porsche da, ey. Ich hab's. Ich sehe, Drecksbulle. Zulassungen, Ausweise, Bußgelder und alles mit Mercers Namen drauf. Ich hänge den ganzen Ordner an. Also machen aber auch in Gefahr, ey, sie in dem Porsche auch, ne? Also boah. Komplett los. Wie sieht's aus? Der Upload läuft. Ich hab einen ausgeschaltet, so. Oh mein Gott, meine Karre ist geschrotet gleich. Ey, hab ich keine Schadensreduktion drin? Keine Sorge, der Wagen kann einiges ab. Okay, ausgeschaltet. Jetzt fahr, ey. Du kannst ungestraft einen Officer schlagen. Ey, jetzt muss aber irgendwo eine Tankstelle hier kommen, sonst bin ich gebumst. Ja, perfekt, auf der falschen Seite. Oh, ich bin auch gerade vorbei. Aber bei mir geht's noch. Boah, Glück gehabt, ey. Glück.
gehabt. Ja genau, da oben ist der Schaden von der alten, ne? Gas geben würde hier, dann wären wir schon lange weg. Wie lange kann so ein Upload denn dauern? Das Signal ist schwach, okay? Schlechte Internetverbindung wieder. Auch kein 5G ausgebaut hier. Ja, ich möchte einmal das Nitro von den Bullen haben, Alter. Das ist ja 10-mal stärker. Sind bei 99%. Boah, jetzt ist meine Karre gleich klump, Kacke. Oh. Ich höre hier irgendein Klappern. Jetzt mach doch mal hinne. Lucas. Ja, genau. Immer noch bei 99%. Komm zurück, sonst sind wir erledigt. Das hier ist von Frank Mercer. Frank Mercer. Uns geht's gut. Oh. Die müssen sich schon mehr anstrengen. Nein. Oh, komm, gönn. Mann, ey. Jetzt hat die alte nur 39%. Perfekt. Nachricht verschickt. Und jetzt? Kein Grund jetzt? Zur Panik. Der Wagen ist noch lang nicht am Ende. Ah, okay. Oh, Nachricht verschickt. Ja, ich bin schon wieder fast tot. Gut, werd den Laptop los, damit sie uns nicht mehr orten können. Boah, okay, jetzt ist zum Glück zu Ende. Ach du Scheiße. Gott sei Dank, ey, das war bei mir auch richtig knapp, ne? Ja, ja. Der letzte Millimeter, ey. Aber weg mit dem Schmutzkopf. Bring uns nach Hause. Ah, die Motorradtante holt den Laptop jetzt. Und jetzt? Okay, Waffel? Ich hab noch keine Waffel. Ja, jetzt Waffel 86. Unsere heutige Top-Story. Eine Schande für die Polizei. Hochrangiger Beamter auf der Flucht. Lieutenant Frank Mercer, Leiter der stark umstrittenen High-Speed Task Force, ist nach seiner Suspendierung infolge von Korruptionsvorwürfen verschwunden. Diese erfolgte aufgrund brisanter Dokumente, die dem WFFL News Team exklusiv zugespielt wurden. Obwohl die Polizei nicht näher auf die Vorwürfe eingehen wollte, beziehen sich die bereits genannten Dokumente offensichtlich auf Erpressung und Diebstahl in der Street-Racing-Szene, gegen die Mercer eigentlich vorgehen sollte. Das Department erklärte lediglich: Lieutenant Mercer weiß von seiner Suspendierung und wir legen ihm dringend nahe, uns bei den Ermittlungen zu unterstützen. Und außerdem. Ja, genau, jetzt bist du auch in der Garage. Bin in der Garage. Okay? In der neuen aber, ne? Ja. Ja, genau. Das ist nämlich die 13. Garage, die schaltet man nämlich nur durch die Story frei, so wie wir es jetzt gemacht haben. Mhm. Alle anderen 12 hatten wir ja da schon einmal abgeklappert. Jetzt haben wir abgefahren, ja. Haben wir eine neue Garage, wo man auch hingehen könnte. Ja, aber für eine Folge reicht das schon mal, ne? Ja, auf jeden Fall. Das war schon mal Folge 5. Definitiv lang genug. Genau, das war auf jeden Fall lang genug. Ja, wir sagen, wir sind jetzt in Folge Nummer 6, Leute. Ja, müsste schon das Ende kommen. Ich glaube, dann ist wirklich schon Feierabend. Mal gucken. Danach ist Feierabend. Eine Folge wird es noch geben und dann wird Schluss sein, ganz genau. Ja, denke ich auch. Ja. Na, ist ja geil, ist ja geil. Ja, Leute, dann bis gleich. Mach's gut. Leute, haut rein. Kuss, Kuss. We'll be right back.